Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben in der letzten Folge alle Ornamentstücke hierher gebracht zu den Wassermagiern. Und die wollen jetzt dementsprechend den Ornamentring reparieren. Noch sind nicht alle da. Wenn denn alle da sind, geht das hier richtig ab. So. Und nun geh zur Seite. Ja, dann macht mal. Du guckst in die falsche Richtung. Und ich kann euch eins sagen. Das war damals ein richtiges grafisches Highlight, muss ich. Also, ich find's ja heute immer noch schick, ja. Und das Coole daran ist, so eine Szene, so eine ähnliche Szene kommt nochmal vor. Und auf die freue ich mich auch schon richtig. So, ich muss sie jetzt nur noch zu Ende machen lassen. Irgendwann sagt mir Nefarius dann, dass es vollbracht ist. Vielleicht kann ich das ja auch ein bisschen beschleunigen, indem ich ihn zwischendurch schon mal anquatsche. Nee, kann ich nicht. Okay. Wir müssen halt warten. Und solange können wir das Magierspektakel genießen. Wenn es zu lange dauert, schneide ich es natürlich raus in kleinen Stücken. Weil was anderes passiert jetzt erstmal nicht. Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Hoffentlich, ja. Das hoffst nicht nur du. Saturas, gib mir das Ornament. Jetzt. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Tja, ich bin schon sehr gespannt und ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Dafür müssen wir auch wieder ein bisschen gehen hier. Die Gänge sind ja recht groß. Aber ich denke mal, wir sind gleich wieder da. Na, wir mussten ziemlich weit zurückgehen, um zu diesem Altar zu kommen. Also ist das hier alles nicht weiter verwunderlich, dass es das ein bisschen länger dauert. Da wären wir aber auch schon. Alle Magier sind ganz gespannt darauf. Ob das jetzt funktioniert oder nicht. Wir selber sind es ja auch. So, wo war jetzt hier das Ding zum Einsetzen? Auf der anderen Seite, okay. Wobei das auch schon ziemlich komisch aussieht, ne? Sieht nicht so aus, als ob da irgendwie ein Ornamentring draufkommt oder so. Ist das geil oder ist das geil? Es hat geklappt. Wunderbar. Ja, sieht aber sehr einschüchternd aus. Das sieht irgendwie so aus, als würde man da ins All hinausgesaugt werden. Was sagt ihr denn dazu? Der sagt gar nichts, okay. Hallo, irgendwer von euch muss doch was dazu sagen. Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Okay. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Oh, gucke. Die mächtigen Magier lassen mich den Weg frei machen, oder was? Ihr müsst einmal mit dem Finger schnippen und was auch immer dahinter ist, fällt um.
Aber ich soll natürlich hier den Weg freimachen, okay. Soll ja auch so sein, wir brauchen ja auch die Erfahrung und so, ne? Ist nur die Frage, wie kommen wir denn wieder hier zurück? Ich speichere vorher, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass dieses Spiel an dieser Stelle schon mal abgestürzt ist. Nicht nur einmal. Und da haben wir den neuen Ladebildschirm. Ja. Und das sieht jetzt erstmal genauso aus. Mit dem Unterschied, dass da jetzt noch Steinwächter in der Ecke sitzen. Und hier ist irgendwie alles kaputt. Also im ersten Moment könnte man wirklich meinen, dass wir einfach irgendwie in der Zeit gereist sind. Was natürlich auch noch richtig cool gewesen wäre, aber ob das nun wirklich so ist, das werden wir erst rausfinden. Denn immerhin ist es ja auch meistens so, dass Menschen ein perfektes Gegenstück zu einem Portal machen. Das hier sind zum Glück nur irgendwelche Sachen, wo Sprüche draufstehen oder so. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das irgendwann lesen kann. Es gibt ja noch einige Sachen von dieser Menschenskinder, so. Von dieser Sprache, die wir noch nicht wissen. Und es kann ja durchaus sein, dass da die hohe Kunst des Sprachgebrauchs draufsteht. Und wir das nur noch nicht lesen können. Okay, das können wir auch noch nicht lesen. Und das hier wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Okay. Ah, da sehe ich schon. Da stehen Steinwächter und die bewegen sich wahrscheinlich, wenn man denen zu nahe kommt. Und verderben uns den Tag. Aber da hinten sehe ich auch, ich meine, Ausrüstungsgegenstände zu erkennen. Die sind doch auch empfänglich für Pfeilhagel, oder? Probieren wir es aus. ja, aber die, das zieht denen nicht wirklich viel ab. Ich muss die erst einfrieren, damit das was bringt. Okay, 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 okay. Übrigens, in dem neuen Gebiet oder in dem alten Gebiet oder was auch immer, ist die Kampfmusik sehr, sehr genial. Die mag ich echt total gerne. So, jetzt muss ich erstmal kurz meinen Eisblockzauber hier raussuchen. Da ist er. Ach, ich habe hier nur noch einen Sheet. Gut, dann lasse ich die erstmal in Ruhe. Das muss ich nun nicht haben. Also ein bisschen anders sieht der Tempel schon aus, ne? Da ist wieder eine Steintafel, sehr schön. Ach, das sind sie ja alle. Und es ist nicht das alte Gebiet, so wie es aussieht. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Okay. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen.
Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Junge, Junge, ein einzelner Mann. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Gut, ja. Wir haben den Namen zwar noch nicht gehört, aber dieses Gebiet hier, dieses Land, hieß einmal Yarkenda. Irgendwann wird es hier auftauchen, aber ich will nicht so lange warten, weil irgendwann wird es mir sowieso rausrutschen, denke ich mal. Kronos, warte mal. Sprich mit Schön, uns. Dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. Ja, lass uns handeln. Ich brauche nämlich ein paar Eisblockzauber noch. Du hast aber keine. Das ist schlecht. Du hast Zauberstabe, Stab der Wassermagier. Gut, dafür braucht man auch wieder Stärke. Das ist also wieder für einen Garten. Du hast aber eine Karte vom Tal der Erbauer. Das werden wir uns eventuell irgendwann mal besorgen. Aber noch nicht jetzt. Rein theoretisch brauche ich die Karte auch noch nicht sofort zumindest. Kampfstab Ring des Wassers. Okay. Zweihandwaffen sind generell ganz schlecht für einen Magier. Habe ich jetzt... Ich habe den Feuerbogen verkauft, ich Idiot. Oh, bin ich doof. Okay, Leute, ich mache einen kurzen Cut. Ich bin schon wieder... Oh, ich bin so doof. Okay,
Also, ich mache einen kurzen Cut, wie gesagt, und dann hören wir uns gleich wieder. Warum habe ich nicht gespeichert, ich Idiot? Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich muss noch mal kurz die Zeit weiterlaufen lassen. So. Ich habe es jetzt verhindert, dass ich den Flammenbogen verkaufe. Wobei ich das schon schön finden würde, wenn ich endlich mal mehr Muni dafür finden würde. Weil drei Pfeile sind nix. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Mhm. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ihr scheint beide nicht richtig dann zu glauben, wa? Na, mal gucken. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. In der Sprache der Priester sind vor allem Heilige. Jeder, die... Okay, ich weiß zwar nicht, warum er sich das jetzt aufgeschrieben hat, aber gut. Ja, mit wem haben wir denn noch nicht gesprochen? Saturas ist da hinten. Warum verstreut ihr euch denn alle so? Das ist Kronos. Ich verliere komplett den Überblick hier. Nefarius. Hey, es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Quahodron, der Name sagt mir noch irgendwas. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werke ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Die Reise durch das Portal ist sicher?
Bisher habe ich keine Bedenken. Könnt ihr mir euer Wissen über die Magie vermitteln? Ich kann dich im Erschaffen von Runen unterweisen. Und Kronos kann dir die Rezepte dafür verkaufen. Er hat die Runenbücher immer dabei. Okay. Gut, dann würde ich sagen, meine Zeit ist schon längst um. Wir sprechen dann in der nächsten Folge hier weiter und ja, dann würde ich, ja, wie verfahren wir jetzt weiter? Denn eigentlich hätte ich ja nochmal diesen Teleporter benutzen müssen. Die Quest, die ich letztens schon angenommen habe, aber ich will nicht, ich komme nicht direkt auf die rechten Wege, ich komme nicht auf direktem Wege wieder zurück, soweit ich weiß. Deswegen zögere ich da noch ein bisschen, aber das werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Ich werde mir einfach was überlegen. Gut, also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Jetzt geht's richtig voran und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao.